uns. Willkommen zu einer Episode bei mir auf dem Kanal. Das heutige Thema Kondition. Wie bekomme ich Kondition, um fit zu sein im Profibereich für 4, 6, 8, 10, 12 Runden? In meinem Fall waren es immer, ich habe die meiste Zeit 12 Runden geboxt. Ich habe da für mich über die letzten 10, 12 Jahre was entwickelt, womit ich sehr, sehr gut gefahren bin. Es ist für uns wichtig, dass wir wirklich die Schultern belasten im Training, dass wir auf Tempo gehen und viele sagen, wir müssten sehr, sehr viel laufen, wir müssen Intervalle machen im Laufbereich. Also ich bin der Meinung, das müssen wir nicht machen. Wir müssen obenrum stark sein, wir müssen starke Schultern haben, wir müssen ausdauernde Schulter haben, wir müssen vor allem Luft haben, boxspezifisch. Und wie gesagt, ich habe da was für mich entwickelt. Wir werden es über mehrere Episoden machen. Heute ist Part 1. Heute arbeiten wir mit Kurzhanteln. Wir haben hier 1,5 Kilo Kurzhanteln und 2 Kilo Kurzhanteln. Wir machen es auf 3 Minuten Basis. Die, die richtig fit sind, können es auch gerne auf 4 oder sogar 5 Minuten machen. So à la Floyd Mayweather, der durchweg durcharbeitet im Minutentakt 5, 10, 15, 20 Minuten. Das kennen wir auch von seiner Samstagarbeit. Ich mache es so, dass ich am Anfang 3 Minuten durcharbeite, 1 Minute Pause. Die Pause kann auch ruhig aktiv sein. Und ich zeige euch jetzt mal, in welchen Frequenzen ihr das machen solltet und in welchen Abständen. Los geht's. Ganz klassisch, wir stehen in Boxstellung und wir arbeiten gerade durch. Wichtig dabei ist, dass wir ganz durchschlagen. Keine halben Schläge, viele machen das ja gerne, das ehrlicherweise macht Freud auch gerne, sondern gerade durch. Wir fangen Traverse mit an. Wir machen das 30 Sekunden. Die, die schon fitter sind, können das gerne 45 Sekunden machen. Wir arbeiten. Immer gerade. Das ist ein bisschen monoton, weiß ich, aber ihr werdet merken, wie schnell eure Schultern anfangen werden zu brennen und wie das Power geben wird. Ich mache jetzt 45 Sekunden am Stück jetzt. Denkt dran, die Schultern müssen ans Kinn dran kommen, die Hände ganz gerade. Und dann machen wir eine Erholungspause von 15 Sekunden. Und wieder gerade. Das machen wir jetzt 3 Minuten am Stück. Und wieder aufwärts. So, das war Runde 1. Jetzt können wir das Ganze ein bisschen steigern, um die Schultern noch mehr zu belasten und mehr zu bringen. Wir steigen auf die 2 Kilo. Hängt natürlich von der Gewichtsklasse ab, von dem aktuellen Gewicht. Die Leichteren nehmen dann natürlich 1 Kilo, maximal 1,5. Wer gerne möchte, auch 2. Die ein bisschen schwerer sind, natürlich mehr Ballast. Und dann machen wir eine andere Übung. Ich mache das jetzt alles ein bisschen in der Kurzfassung, dass das nicht zu lange wird für euch. Aber zu Hause könnt ihr das so 1:1 umsetzen, auch im Fitnessbereich. Aber für die Profisportler, Amateursportler, ihr könnt das im Training so 1:1 übernehmen. Und diesmal fangen wir an. Wir fangen an mit gerade. Wir machen das 15 Sekunden lang. Denkt dran, schon gerade die Hände. Und dann gehen wir eine Etage höher. Und jetzt werdet ihr merken, wie die Schultern brennen. So, jetzt gehen wir nicht runter zu den Aufwärtshaken, sondern wir bleiben gerade. So, jetzt machen wir 15 Sekunden Erholung. Wir versuchen da ein bisschen flüssiger zu sein, ein bisschen Tempo reinzubringen. So, und jetzt wieder gerade, ein bisschen mit Tempo. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10. Und wir gehen hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wieder gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und runter. Aufwärts hacken. Versucht flüssig zu bleiben, versucht das Tempo oben zu halten, keine Power reinlegen, einfach arbeiten. Das ist wirklich einfach reine Konditionsarbeit, die Schultern stark zu machen, ausdauernd zu machen. Ihr werdet auch merken, wie sich eure Schultern aufblasen werden und ihr davon auch richtig dicke, tiefe Schultern bekommt.
Okay, das war als Beispiel, weil das nur zwei. Ihr könnt da variieren, wie ihr wollt. Ich zeige euch jetzt einige Varianten, was ihr machen könnt und wie ihr es machen könnt. Jetzt ist bei mir die Runde 3 folgendermaßen. Wir arbeiten jetzt 20 Sekunden, arbeiten wir jetzt mit dieser Gerade, 1,5 Kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dann wechseln. 2 Kilo eine Etage höher. Und dann gehen wir runter. Das mache ich mir in 20 Sekunden Takten. Okay, das war Runde 3. In der vierten Runde machen wir, das wird vielleicht ein bisschen jetzt komisch vorkommen, dann nehmt ihr 2 Kilo Hanteln und ihr arbeitet jetzt im Schulterbereich. Ihr werdet gerade jetzt nur die Schulter belassen. Zum Beispiel erstmal nach vorne, machen wir pro Seite 5, 3, 4 und jetzt zusammen 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt lange Liga 1. Zur Seite 2, 3, 4, 5. So, die Hände, 90 Grad weg, oben zusammenkommen. 3, 4, 7, 8, 9, 10. So, Hände stehen lassen. Ihr werdet merken, wie die Schultern brennen. Aber mein Versprechen, davon bekommt ihr richtig Power. 8, 9, 10. Und jetzt wieder hoch. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Und die Hand wieder runter. Und jetzt nur eine Seite belasten. 3, 4, 5. Lass die Hand stehen. 1, 2, 3, 4, 5. Und zusammen. 1, 2, 3, 4, 5. Zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Das haben wir jetzt eine Minute gemacht. Und jetzt machen wir wieder die geraden Hände. Ihr werdet merken, die Schultern brennen, genauso schön wie bei mir. Jetzt machen wir Kombinationsübung. Gerade machen wir 20 Sekunden. Schultern brennen schön. Aufwärts halten. Nur kurz. 8, 9, 10. Und wieder gerade. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 und hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und wieder. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Und guck mal jetzt, sehr schöne Übung, die bringt die Schultern jetzt richtig zum Brennen. Lass dich stehen, Kreis nach vorne, Kreis nach hinten. Schultern müssen jetzt richtig brennen, so wie bei mir. Und jetzt wieder nach vorne und ihr kommt langsam nach vorne. 9, 10. Und jetzt wippen wir zur Seite, nach außen. Wir pendeln ein bisschen. Okay. Das war zum Beispiel Runde 4. Eine fünfte Runde machen wir klassische Schattenboxen. Aber versucht dabei locker zu bleiben. Die Schultern brennen jetzt. Mal gucken, was sich bei mir getan hat mit der Schulter. So, ja, man merkt ein bisschen, sind aufgeblasen. Kommt ganz gut, glaube ich. Ihr werdet merken, der ganze Körper arbeitet. Das waren ein paar Übungen, die ihr gerne machen könnt. Ihr könnt davon, ihr solltet davon viele Runden machen. Viele sagen, ja, ich boxe aber nur 4 Runden oder 6 Runden. Genau, nur 4, 6, 8 Runden.
Vorbereitet zu sein, solltet ihr doppelt, wenn nicht sogar dreifache, vierfache Rundenanzahl machen. Ich mache das auch sehr gerne. Ich komme auf 25, 30 Runden mit Schattenboxen. Und ein Tipp von mir, den ich immer wieder gebe, baut zwischendurch beim Schattenboxen die Lieblingsübung mittlerweile von mir, dass ihr vor und zurück springt. Vor und zurück. Das geht richtig auf die Kondition. Werdet ihr merken, ihr kennt das klassische Seilspringen, aber diese Übung ist effektiver. Die könnt ihr auch machen. Und jeder findet da für sich eine Kombination, wie er es am besten macht. Ich kenne viele, die auch mit dem Kurzhantel arbeiten. Ich habe das für mich so entwickelt und jeder muss einfach für sich sich da langsam rantasten und schauen, wie es für ihn am besten passt. Aber versucht das Tempo hochzuhalten, auch wenn es weh tut, wenn es brennt. Ich weiß, es tut sehr weh. Über die Jahre habe ich die Erfahrung immer wieder aufs Neue gemacht. Aber wirklich, macht das. Vor allem in der Konditionsphase, in der Aufbauphase, Grundlagenausdauer, ist das eine sehr, sehr effektive Übung. Ihr könnt das auch noch zwischendurch mit den Medizinbällen einbauen. Dazu werden wir in der nächsten Episode noch kommen, was man noch machen kann für die spezielle Kondition, wettkampfmäßige Kondition. Und ja, ich bin ein bisschen aus dem Atem. Ich muss aufpassen, dass ich langsam spreche, weil das geht wirklich sehr, sehr auf die Pumpe. Und in den nächsten Episoden werde ich euch zeigen, was ihr noch alles für die Konditionsarbeit machen könnt. Da wird wieder eine Kombinationsübung sein. Kurzhantel, Medizinball, da geht es um Power. Dann werden wir natürlich Sandsackarbeit machen. Und dann haben wir noch mit Gewichten was für Kondition. Wenn ihr euch fragt, was ist denn mit Laufen, was ist denn zum Beispiel mit Intervallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ein allzu großer Fan mehr davon, Intervalle auf dem Laufband zu machen, weil das macht sehr, sehr müde, sehr, sehr platt. Grundlagenausdauer, Läufe, ja, aber auch nicht zu viele. Ich gehe lieber auf den Crosstrainer, wenn ich mal was mache, oder Treppe. Aber vor allem arbeite ich dann halt boxspezifisch. Am Samstag mache ich lieber viel mehr Runden, als irgendwie 6, 7, 8, 10 Kilometer zu laufen. Ich mache mit den Kurzhanteln sehr, sehr viel. Und die Sachen, die ich euch auch in Zukunft noch zeigen werde, ihr müsst einfach wirklich aufs Boxen hinausgehen. Ihr müsst so spezifisch arbeiten, dass ihr in den Schultern stark seid. Bringt uns ja nichts, wenn wir nur die Beine trainieren und in den Beinen stark sind, aber obenrum fehlt uns Kraft.